Hallo, meine lieben Trecker-Freunde. Heute habe ich mir gedacht, wir machen mal das Steuerventil fertig. Ja, was fehlt denn eigentlich noch? Ja, fehlen tut da so richtig nichts mehr. Wie gesagt, ich möchte bloß diesen Frontlader hier über dieses Ventil laufen lassen, erstmal. Und dann habe ich dieses Jahr erstmal keine Lust mehr zu basteln. Dann habe ich auch erstmal die Bastelschnauze voll, auf Deutsch gesagt. Da wollen wir ja, Weihnachten erstmal kommen lassen und dann ist dies und dann ist das und dann ist jenes. Das heißt aber nicht, dass mein Kanal geschlossen wird, sondern ja, es wird ja immer mal was gemacht. Zwischendurch kommt vielleicht noch mal der Wald. Und wenn ich hier jetzt den Frontlader, das werden wir noch heute noch mal zusammen machen, also den Frontlader dran, schauen, ob es geht, dann wird der Trecker schon wieder im Wald eingesetzt. Ich möchte meinen Zaun noch fertig machen, den ich angefangen habe. Da muss ich noch mit dem Erdbohrer ein paar Löcher bohren. Aber zunächst schauen wir uns erstmal das hier an. So, wir hatten beim letzten Mal das Ventil eingerichtet, wo es hin muss und wie hoch und wie und was. Hier ist jetzt der Bolzen, das lässt sich auch alles bedienen. Dieser Schlauch, den habe ich anfertigen lassen, der kommt dann hier hin. So. Die Leitung habe ich vorbereitet, die ist da unten. Das ist jetzt erstmal nur ein gebogener Winkel. Dieser gebogene Winkel, der muss noch auf Länge gebracht werden, also an der richtigen Stelle abgeschnitten werden. Und dann müssen wir da noch eine Überwurfmutter mit einem Schneidring drauf machen. Dann habe ich mir überlegt, diese Leitung bauen wir jetzt aus. Dafür habe ich schon eine Leitung gefertigt, die liegt da. Und wie man das jetzt genau macht mit der Leitung, das versuche ich euch gleich noch mal zu zeigen anhand einer Biegevorrichtung. Wer so etwas vorhat, an seinem Trecker Leitung erneuern, der wird entweder einen Schlauch nehmen oder wenn er eine Festleitung wie hier aus Metall verwendet, wird er um ein Biegegerät nicht drumherum kommen, wenn er das ordentlich machen will. Eine 10er oder 12er Leitung bekommt man noch relativ gut gebogen, aber eine 15er bzw. eine schwere Ausführung der Leitungen, also 12 und 16, der wird sich da ganz schön die Zähne ausbeißen, weil so ein Rohr kann auch ganz leicht abknicken. Ja, das machen wir. Und dann habe ich hier nochmal die vorherige alte Pumpe, die hier in diesem Trecker verbaut war. Hier ist ja jetzt eine neuere drinne von Bosch, die stammt aus den neueren Modellen von New Holland bzw. Fiat und das ist eine Bosch-Pumpe. Na, sieht man das? Da ist die Bosch-Nummer. Die stammt aus meinen 8066 und die passt hier genau rein. Jedoch muss man mit Veränderungen rechnen. Also die Trecker haben sich ja weiterentwickelt, auch der Motor. Und unten passt das, aber oben nicht. Man sieht ja auch schon, wie viel länger die Pumpe ist, der Abstand. Um das Stück ist diese Pumpe jetzt größer bei dieser Baureihe. Und da habe ich mal die alte hier. Die können wir da mal eben ranhalten, wie viel die denn jetzt größer ist. So, ich denke mal, dass die größer ist, sieht man ganz klar und deutlich. Und vor allen Dingen, dies ist ja noch eine Originalpumpe von Fiat. Und zwar, ich weiß gar nicht, wo die herkommt oder wo die gemacht worden ist damals. In welchem Land? Auf jeden Fall hat die unten Zollschrauben drin. Das ist das eine unten, aber das ist nicht so schlimm.
Da kann man ja metrische nehmen, wenn die neue Pumpe metrische Schrauben hat. Nur unten. Unten ist das, Entschuldigung, oben. Das ist ja jetzt oben. Auf der anderen Seite, auf der Druckseite, ist das jetzt anders. Da sind so eine Schrauben drin mit einem Absatz. Das ist aber auch Zollgewinde. Komischerweise. Warum auch immer. Gut. Wer die Pumpe wechseln will, kommt auch nicht drum rum, einen neuen Flansch oben drauf zu setzen. Weil die haben nur 6 mm Schrauben. Diese Pumpen. Pumpentypen haben alle nur 6 mm Schrauben. Also da wird man auch nicht drum herum kommen. Ansonsten ist alles klar und das passt. Gut. So viel dazu. Jetzt bauen wir mal diese Leitung hier aus. Ich habe die Mutter schon mal gelöst hier, glaube ich. Jetzt ist sie los. Man darf diese Überwurfmuttern ja auch nicht so mit Gewalt anziehen, sondern nur so weit anziehen, dass es dicht ist. Mehr braucht es ja gar nicht. Und dass die sich nicht von alleine löst. So, jetzt machen wir die mal hier ab. Oh, jetzt kommt gleich Öl raus. Aus diesem Grunde habe ich eben auch gleich die Pappe drunter gelegt, weil ich hier nicht alles voller Ölflecke machen will. Und wenn da mal Öl rauskommt, was mache ich da jetzt? Ich glaube, ich brauche noch einen zweiten Topf. Jetzt habe ich mit zu viel Öl auch nicht gerechnet. Ich mache mal auf der anderen Seite, dann läuft das da raus. So, da ist ein Topf drunter. So. Kommen noch drei Tropfen, ist egal. Zack. So, jetzt läuft es da schön in den Topf. So. Jetzt nehmen wir die da mal raus. Die stecken wir jetzt hier mal einfach in den Topf rein. Kann die auslaufen. So. Ja, jetzt kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Wenn der Leitung biegt, also ich, wie mache ich das? Also hier habe ich jetzt erstmal eine Überwurfmutter mit einem Schneidring. Diese Armatur ist jetzt neu. Die drehe ich hier jetzt einfach mal drauf. So. Und die Leitung wird dann hier angeschlossen. Und da kommt normalerweise dann auch eine Überwurfmutter drauf. Habe ich noch eine? Ja. Mit einem Schneidring drin. So. Also das ist jetzt so wie ich das mache. Okay. Das ist jetzt mein Plan, wie ich das hinkriege. So, dann nutze ich Abschnitte, Reststücke. Bei den Reststücken, die stecke ich hier einfach rein bis zum Anschlag. So, und das mache ich hier oben auch. So. Und dann kann ich mit dem ganz normalen Zollstock messen, wie viel Platz ich habe und wo ich hin muss. Jetzt ist es immer so, an diesen Enden, wo ich dann dran muss, lasse ich Überlänge. Also etwa, ja, man kann da gut 10 cm Überstand machen. Das ist kein Problem. So, der wird sowieso auf Länge nachher abgeschnitten. Das heißt, Verschnitt ist ja immer. Gut, und dann kommen wir zu der Überlegung, von wo fange ich an, die Leitung zu biegen. In diesem Falle muss ich hier oben ja hin, da und hier.
Die Leitung wird also hier hinter dem Filter, hier zwischen der Konsole durchgehen, am Filter vorbei. Und das mache ich dann mit einem Biegegerät. Hier fehlt jetzt nur noch der Hebel, der wird ja hier reingesteckt und dann zieht man das Rohr rum. Gut, gleich meine erste Zeit zu Ende. Da muss ich euch kurz mal wieder abwählen und wähle euch gleich wieder ein. Moment, mache ich mal eben. So, wieder da. Das ist in meiner Kamera hier jetzt nicht anders möglich. Ich benutze hier, um dieses zu machen, ja kein High-End-Ausrüstung, sondern ganz normal hier so eine ganz normale Kamera. Ich will da jetzt keine 1000 Euro hier in ein Kamerasystem investieren. Wichtig ist ja der Inhalt und nicht das Kamerasystem. Gut, jetzt kommt noch die Frage, wie biegt man das? So, um das jetzt mal zu zeigen, wie kriege ich das am besten hin? Genau, ich nehme das Rohr mal. So, das Rohr stecke ich hier jetzt rein, lege es an. Steht er von alleine? Steht eben nicht von alleine. Na. Das ist alles, Moment, immer so anders machen. Das ist alles so blöd. So, ich hoffe, dass man das jetzt sieht. Gut, jetzt habe ich zwei Hände. Oh, ich gucke noch mal auf die Kamera. Sieht man da was? Ja, sieht man. So, so ein bisschen hin. So, jetzt habe ich das jetzt so eingespannt. Jetzt nimmt man einen Winkel und legt den Winkel rechtwinklig darauf an. Jetzt habe ich, sieht man das? Ja. Jetzt habe ich den Biegepunkt. Und der Biegepunkt wäre hier. Das würde man sich jetzt anzeichnen. Aber vorher muss man den Rollendurchmesser messen. Und er wäre hier 90. Bei 90 wäre das ein Radius von 4,5 cm. Das bedeutet, wenn ich 90 Grad rumbiegen will, muss ich meine Markierung, wo ich biegen will, 4,5 cm vorher setzen. Na. Deswegen muss das Rohr auch länger sein, dass ich das abschätzen kann, wo es denn hinkommt. Also 4,5. Ja, das geht. So, dann würde man jetzt hier mit dem Edding das anzeichnen und dann würde der Bogen jetzt an meiner Zollstockspitze da irgendwo beginnen. Dann komme ich hier raus. Also hier ein Stück hierher. Gut. Was bedeutet das? Auf der anderen Seite nochmal. Jetzt habe ich hier schon mal ein Rohr vorbereitet, das ist schon gebogen. Das heißt, wenn ich 4,5 cm vorher hier meine Markierung gesetzt habe, entspricht das dem Radius und dann kommt noch mal die halbe Rohrstecke dazu und dann komme ich genau dahin, wo ich hin will. So, wenn man das sich ein bisschen eingeübt hat mit einem Radius biegen, dann sieht die Leitung nachher so aus. Stecke ich jetzt mal da rein. So. Leg die da hin. Mache hier den wieder ab. Wie gesagt, also man muss sich da vorher diese Rohrenden, diese Abschnitte da reinstecken. Wenn man jetzt das Rohr gebogen hat, heißt es ja noch nicht, dass man genau auch den Punkt getroffen hat, sondern ich lege das Rohr dann an mit der Hand und halte das davor und die Überwurfmuttern müssen sich mit der Hand randrehen lassen und das Rohr da reinstecken lassen. Man darf niemals mit der Überwurfmutter das Rohr sich hinziehen lassen. Wenn man das dann mit hinziehen macht und man hat das Rohr nicht optimal ausgerichtet, wird eins passieren
dass der genau hier hinter der Überwurfmutter biegt. Dann zieht man das in dem Schneidring krumm und dann wird der Schneidring niemals dicht. Das heißt, die Biegung muss immer außerhalb der Überwurfmutter sein. Deswegen braucht man immer ein Stück Länge zum Biegen, sonst funktioniert das nicht. So, hier genau dasselbe. Hier habe ich jetzt hier nochmal einen Knick gemacht, weil er sonst nicht genau hier in den Schneidring einfädelt. Weil nicht mit der Überwurfmutter hinziehen. Mit der Überwurfmutter hinziehen ist schon falsch. Dann wird es nicht dicht. So, wer genau hinguckt, sieht es auch, dass das Steuerventil nicht lotrecht nach unten ist, sondern ein kleines bisschen geneigt ist. Also nach Drehrichtung rechtsrum. Rechtsrum geneigt ist. Gut, dann ziehe ich den da wieder raus. Und hier habe ich das dann auch so ein bisschen angepasst. Man sollte, wenn man irgendwo biegt, den Schraubstock nicht so weit weg haben mit seinem Biegerät, sondern das muss schon alles ziemlich nahe beieinander sein. So, und jetzt drücke ich den so ein bisschen rum hier. Das ist auch dunkel, weil man hier nicht so viel Licht hat. So, jetzt hat er eingefädelt. So, normalerweise im besten Fall, wenn das eingefädelt hat, dann sollte man die Überwurfmutter auch mit der Hand draufdrehen können. So. Ich kann jetzt die Überwurfmutter, bis es nicht mehr geht, ganz randrehen mit der Hand. Und so sollte es sein. Wenn das alles mit dem Schlüssel schon gemacht werden muss, also mit Gewalt, dann wird die Leitung nicht dicht werden, beziehungsweise die Garnitur ist auch kaputt dann. Das heißt, die Überwurfmutter ist kaputt und der Einschraubnippel hier, der ist dann auch kaputt. Und da gibt es Einschraubnippel, die sind extrem teuer. Da kostet einer über 20, 25 Euro. Also ich sage mal lieber 25 Euro, ein so ein Ding hier. Und es gibt auch welche, die kosten bloß 8 Euro. Dieses Ding, wo mein Finger jetzt drauf zeigt, ist teuer. Genauso wie diese Dinger hier. Deswegen schmeiße ich die niemals weg und bin da ganz vorsichtig mit. Wenn ich mal irgendwo so ein Ding ausbaue, die lege ich mir weg, weil einer kostet hier 25 Euro. Damit ihr da mal eine Preisvorstellung habt, was sowas kostet. So eine Überwurfmutter hier. Da sind wir Überwurfmutter und Schneidring irgendwo bei 3, 4 Euro. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich weiß die Preise jetzt nicht so 100% aus dem Kopf. Aber so ist die ungefähre Preisrichtung. Und deswegen bin ich da ganz behutsam mit. So, jetzt haben wir die erste Leitung schon eingebaut. Das Biegen dieser Leitung hat etwas Zeit in Anspruch genommen. Ich würde mal sagen, hier, der lässt sich auch hier, wenn ihr das so seht, ich kann ihn einfach hier raufstecken und dann mit der Hand ganz randrehen. Und so sollte es sein, nicht anders. So, und dann kommt der letzte mit dem Schlüssel. Okay, so sollte es sein. Und dann ist die Leitung auch nach Dieselfilter schön in Waage, wie ihr das seht. Das passt ganz genau. Zeit in Anspruch ist da ungefähr für diese Leitung zu biegen eine Stunde. Grob gesagt. Alles zusammen eine Stunde für eine Leitung ungefähr. Das hört sich viel an, aber wenn man dabei ist, ist diese Stunde in Zeitraffer gefühlt einer Minute vergangen. Weil man dann so in Konzentration ist, das hinzubekommen. So, hier ziehe ich ihn jetzt auch an. So, man muss das nicht mit Gewalt machen. Hier so ein ganz einfacher Gabelschlüssel, der reicht. Das muss nicht der extra lange sein, sondern ein ganz normaler. So, dann sollte es auch schon dicht sein. Wenn man da jetzt mit dem extra langen nachziehen muss, dann ist das schon alles nicht mehr das Wahre. So, die Rücklaufleitung hatte ich ja schon dran. Und dann kommen wir jetzt zu der Druckweiterführung. Wenn man jetzt hier so guckt, sieht man das ja. Ich musste diesen kleinen Knick machen. Hier. Das hätte sonst ganz genau gepasst. Ich hätte ihn da vielleicht noch ein bisschen eingekürzt.
und dass er weiter rüber kommt, dass er hier rankommt. Hier. Aber das Ventil ist nicht gerade zum Rest des Treckers, sondern es ist ein bisschen geneigt, rechts rum. So. Und deswegen musste hier noch so ein Knick dran, sonst hätte ich die Überbohrung da nicht mit der Hand daran drehen können. So, so viel dazu. Jetzt kommen wir, also wenn er Stahlleitung biegen möchte, sollte Zeit mitbringen und Geduld und eine sehr hohe Konzentration, dann klappt das. Gut, jetzt kommt die Leitung, die hier hinter ist. Die schrauben wir jetzt an. Dafür muss ich das jetzt nochmal anpassen und hole euch gleich wieder, wenn ich diese Leitung erstmal da reingesetzt habe. Und dann gucken wir, wo wir die abschneiden müssen. So, ich habe die Leitung jetzt gekürzt. Da ist er. Ist auch schon eingebaut. Der passt jetzt da so drauf. Ja. Das sieht schon mal gut aus. Gut. Hier habe ich auch wieder einen gebrauchten Schneidring und eine gebrauchte Überwurfmutter verwendet. Ich habe die noch für gut empfunden. Ja, die war vorher da drauf. Und wie macht man das? Wie kriegt man in der Heile runter? Ja, das ist auch gar nicht so schlimm. Wenn ich das jetzt hier mal hier so hinlege, dass man das schön sehen kann. Nehme ich mal die Reißnadel zum Zeigen. Hier vorne. Also erstmal nimmt man hier so eine Mutti, nur eine Überwurfmutter, tut die so rum da drauf und schlägt quasi den Schneidring ein Stück zurück. Dann nimmt man den Winkelschleifer und schneidet vor dem Schneidring hier ab, so dass dieser Grat, dieser Dichtgrat vom Schneidring, das ist ja das Aufgeschnittene, dass man das weg hat. Dann schleift man das vorne ein bisschen, also den Grat ab, und dann spannt man das wieder in den Schraubstock ein, so dass die Mutter hier, diese Überwurfmutter, einen Widerstand im Schraubstock bildet. Und dann nehme ich eine 8er Schlossschraube und klopfe diesen Rest vorsichtig durch den Schneidring. Meistens ist es so, dass wenn man den bündig mit dem Schneidring fertig hat, also durchgeklopft hat, dann kann man den Schneidring einfach mit der Hand runterziehen. Das ist aber in den meisten Fällen nur dann so, wenn man den Schneidring auch wirklich wieder gebrauchen kann. Wenn man das erst mit Gewalt da runterreißen muss, dann ist meistens der Schneidring auch kaputt. Aber solange wie man den da, also den Rest da von dem Rohr mit der Hand runtergezogen kriegt, ist der Schneidring noch gut und wiederverwendbar. Deswegen habe ich den wiederverwendet. Und dieser hier, der hat doch schon sehr stark hier aufgeschnitten. Also ist der auch vorne rum sehr zusammengequetscht. Ich weiß nicht, den würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal wiederverwenden wollen. Die Mutter ja, aber nicht den Schneidring. Man könnte dafür eine Rücklaufleitung oder wo wenig Druck drauf ist, da könnte man ihn nochmal nehmen. Man kann ja diese Rohre hier von der Hydraulik vielseitig einsetzen. Auch im Wasser natürlich nur vorübergehend, das Rohr, das rostet dann ja auch. Ne? Ja, also so kann man die Reste dann ja auch verwerten. Man muss ja nicht immer alles neu kaufen. So. Jetzt muss man den gebrauchten Schneidring mit der Überwurfmutter, also wieder so rum, ein bisschen darauf klopfen, dass wir hier eine neue Schneidkante kriegen, aber nicht zu tief, so dass die Mutter jetzt noch in dem Gegenstück fest, und dann zieht sich das alles wieder hin und dann ist es auch dicht. Okay, so einfach ist das. Damit haben wir dann Mutter und Schneidring einmal gespart. Keine Angst, der reißt da nicht runter. Ihr müsst nicht immer so viel Sorgen euch machen. Das geht schon. So. Und dann hätten wir es auch hier mit der Installation dieser Sache fertig. Und dann werden wir mal den Frontlader montieren. Dann müsste es gehen. Dann starten wir einmal. Achso, wenn ihr dies abschneidet hier. Also die Hydrauliker sagen ja immer,
niemals mit dem Rohrschneider machen. Nur mit der Handsäge. Das ist natürlich Quatsch. Rohrschneider kann man verstehen. Bei Rohrschneider wird das Rohr hier vorne, gerade da, wo der Schneidring greifen soll, wird das gequetscht. Dann hält der Schneidring nicht richtig. Das ist richtig. Aber warum soll man das nicht mit der Flex machen, mit der dünnen Scheibe? Das verstehe ich nicht. So, ob ich nun mit der Handsäge schief säge oder mit der Flex schief schneide, das ist das Gleiche. Nur eben, was ganz wichtig ist, das Rohr muss mit Druckluft ausgeblasen werden. Ob ich es mit der Handsäge mache oder mit der Flex, spielt keine Rolle. Mit der Druckluft müssen die ausgeblasen werden und die müssen vernünftig entgratet werden. Außenrum ein bisschen und innen drinnen mit einem Kegelsenker, so dass man da keine Staustufen hat. Okay, so, jetzt schraube ich das erstmal an, die Leitung da, und dann werden wir mal bis zum Frontlader vorfahren. Reißt die Hose nochmal kaputt. Das ist minimal. Minimal wieder mal. Reicht der Schlauch überhaupt? Knapp. Schlauch reicht knapp. Ja. Pflasterstein. So. So, jetzt die unteren. So, dann nehmen wir erstmal den heran. Ich glaube, ich habe noch so ein Schlauch, ein kleines bisschen länger. Ist jetzt nicht so wild, weil ich muss die Leitung ja sowieso noch ändern, wenn überhaupt. Aber erstmal geht es so gerade eben daran und das ist schon mal gut so. So, das ist der. Ja, da brauche ich jetzt zwei Hände. Ich brauche zwei Hände. So. Jetzt ziehen wir mal am Hebel.
funktioniert ja schon mal in einer standgasfreundlichen Geschwindigkeit. Jawohl. So. Ich glaube erstmal die Dinger wieder ein, da brauche ich auch zwei Hände. So, Frontlader ist jetzt dran. Gleich geht es weiter mit Erdlochbohren und Busch. Aber jetzt zeige ich euch mal, wie flott der Frontlader jetzt geht hier. Das macht ja richtig Spaß hier. Damit kann man arbeiten, würde ich sagen. Das geht. Wer den jetzt einer hat, der Rundballen laden will, das klappt. Das macht mit Sicherheit auch Spaß mit dem jetzt. Würde ich mal ganz einfach so behaupten. Schon allein im Standgas das Frontlader rauf und runter machen ist schon schön. Ja? Da muss man nicht warten, bis der Ofen ist. So, das macht ja schon mal Spaß, nicht? Gut, jetzt den Erdbohrer ran. Jetzt kommen neue Aufgaben. Alles klar, schönen Tag noch. Und das Abonnieren nicht vergessen, ist ganz wichtig.